Hi, willkommen zu diesem Video. Schön, dass du auch heute dabei bist. Und zwar geht es in diesem Beitrag um ein kleines Review, was im Moment anscheinend groß in Mode ist, was im Moment gerade auf Facebook etc. promotet wird, hoch und runter. Und ich wurde gebeten, dazu ein kleines Review zu machen und mir das Ganze mal genauer anzuschauen. Ja, ich möchte euch heute kurz in diesem Video einfach wirklich nur einen kurzen, knappen Einblick darauf geben, was es mit diesem Million Money auf sich hat. Viele werben ja mit einem einmaligen Invest von 6 Euro, 7 Euro, was auch immer. Es ist ja so, dass du hier bei Million Money eine Einstiegskoste hast von 0,03 Ethereum. Das variiert natürlich immer mit dem Tagespreis von Ethereum. Schlussendlich wollte ich mir jetzt das Ganze ja mal anschauen, weil die Leute, die damit werben, sagen ja, dass es so sicher ist, weil es ja auf der Ethereum-Blockchain verankert ist, dass jetzt quasi ein Smart Contract vorhanden ist. Und ich möchte dich hier in diesem Video mitnehmen, dir das Ganze mal kurz vielleicht auch von einer anderen Seite anzuschauen. Ich habe mich dafür dann entschieden, und dieses kleine Review zu machen. Habe ja dann auch quasi einen Zugang geholt, wollte ja auch das Ganze mal testen, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Und dann ist es so, dass ich mir direkt einfach quasi zwei Partner gesucht habe. Du hast gesehen, ich habe extra jetzt ein bisschen gewartet. Bin jetzt über eine Woche dabei. Viele Leute werben ja damit, ja, du im Prinzip musst du nur da reingehen und dann verdienst du automatisch Geld. Eben nicht. Ja? Also wie das Bild zeigt, es passiert hier rein überhaupt gar nichts. Ja, also die Leute, die damit werben, die werben damit Spillover etc. Schlussendlich ist es ja so, die Idee hier hinter ist, dass jeder quasi zwei Partner bringt. Also quasi ich gehe rein, sponsere zwei Partner, meine zwei Partner sponsern wieder zwei und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild erkennen kannst, aber im Prinzip soll es genau das darstellen. Sobald ich jetzt Partner werbe, ja, also meine zwei Partner bezahlen ebenfalls diese 0,03 Ethereum und diese 0,3 Ethereum kommen jeweils zu mir. Also es ist so, dass dieser Bot oder was auch immer, was sie hier bewerben, dass der nicht das Geld einbehält, sondern im Prinzip einfach nur der richtigen Person zuteilt. Dann ist es so, dass du quasi ja mit dem ersten, mit diesen 0,03 Ethereum schaltest du quasi deine erste Stufe frei. Dann bekommst du 0,06 Ethereum von deinen jeweiligen zwei Partnern. Ist im Prinzip eine ganz normale Zweiermatrix. Moment, ich muss mal schauen, ob ich das hier finde. Genau, so hier sieht das aus. Also im Prinzip, ich fange an, suche zwei Partner, meine zwei Partner müssen dann wieder zwei Partner suchen, welche dann das Geld, was sie einzahlen, geht dann an diese hier. Und hier ist es so, dass die an die gehen. Und dann ist es ja so, dass du jedes Mal ja quasi dieses Update dann machst. Also quasi die zwei suchen wieder die zwei. Und das geht dann immer so weiter. Und du siehst, hier unten wird es dann relativ dicht. Und hierzu kommen wir im Prinzip auch schon zu dem ganzen Mangel von diesem System hier. Und zwar, dass es irgendwann einfach keine Leute mehr gibt. Dass es unten irgendwann mal so viele Leute geben sollte. Und dass die Leute dann einfach nicht kommen, und dann ist es im Prinzip so, dass dieses Pyramidensystem dann von unten her quasi zusammenbricht. Also ganz wichtig ist hier zu verstehen, dass der große Mangel hier bei einem Schneeballsystem, es liegt im Prinzip nicht daran, dass die Leute einen Exit-Scam machen, also dass die Betreiber sich mit dem Investment verpissen, sondern dass sie das dann einfach irgendwann steht, die Matrix steht dann einfach still, also sprich, es kommen nicht mehr genug Leute nach, damit dieses System überhaupt vorwärts geht. Und somit kommt das Ganze dann irgendwann zum Stillstand. Also einfach, dass man das so ein bisschen versteht. Grundsätzlich muss jeder selber wissen, ob er hier, jeder, der sagt, ja klar, du, ist mir scheißegal, 6 Dollar ist kein Investment, brauche ich nicht wirklich viel dazu zu machen, dann tu es, ja, dann tu es, absolut. Du musst dir einfach bewusst sein, dass auch hier ein gewisses Risiko drin liegt, und zwar das Risiko, dass du dich unter Umständen halt strafbar machst. Diese Sparte hier, Million Money, das fällt im Prinzip unter die Kategorie von Schenkkreisen.
Und das kann man auch hier genau nachlesen, eben, dass es so ist, dass die neuen Mitglieder quasi dann immer wieder neue Teilnehmer schenken nach ihrem Eintritt in der Gruppe Mitgliedern, die bereits länger dabei sind, Geld in der Hoffnung, später nach einem Aufstieg in der Hierarchie selbst beschenkt zu werden. Das ist im Prinzip nichts anderes und ist mit unter anderem auch strafbar. Also somit sollte man sich auch ein bisschen bewusst sein, was man denn da bewirbt, ob das auch sinnvoll ist, quasi dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Da es hier wirklich sehr offensichtlich ist und es gibt ja auch kein Produkt, was irgendwie diesen Preis hier rechtfertigen würde. Also hier steht nichts dahinter. Du bekommst hier kein E-Book, kein Kurs. Du hast hier keinen Gegenwert, sondern es ist einfach im Prinzip eine reine Umverteilungsmaschine. Das soll einfach mal dazu gesagt sein. Klar, es ist, wie gesagt, es ist auf der Ethereum-Blockchain hier verankert. Man kann hier alle Transaktionen sehen, die hier durchgehen. Also hier könnt ihr das Ganze auch öffentlich einsehen. Alles absolut, hat alles Hand und Fuß in dem Sinne, ändert halt aber halt einfach nichts dran, dass dieses System ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Also ihr werdet da bei mir auf jeden Fall keinen Link dazu finden, wenn ihr euch hier anmelden wollt. Ich kenne den Ausgang von solchen Systemen und auch wenn es nur $6 sind, da den Fokus darauf zu legen, ist es mir definitiv nicht wert. Ich habe jetzt hier $6 für mich investiert, jeweils $6 für meine zwei Partner, denen ich das Geld geschickt habe, um das Ganze zu testen. Also $20 habe ich jetzt roundabout rausgehauen für diesen Test und das war es dann aber auch. Also ganz wichtig, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlässt und so weiter und so fort. Also auch hier diese Geschichte mit, ja, ich brauche nur 64 Partner. Stellt euch mal vor, eure 64 Partner brauchen auch jeweils noch 64 Partner und so weiter und so fort. Also seid euch dessen immer bewusst. Wünscht dir in dem Sinne alles Gute. So wirklich, dieses Video soll no hate sein, sondern einfach im Prinzip nur zur Aufklärung, dass du verstehst, worin du dich da bewegst und was du da gerade tust. Gut. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich konnte dir damit einen Mehrwert geben. Ich würde mich natürlich freuen über deinen Daumen hoch. Wenn du magst, darfst du auch gerne ein Abo dalassen. Wenn du Fragen dazu hast, gerne unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute und viel Spaß beim Geldverdienen. Dein Patrick, mach's gut. Bye bye.